So, die Frage ist, mit welcher Methode sollen wir denn eine exakte Antwort bekommen, was Wissenschaft ist? Das kann doch nur aus der Wissenschaft kommen. Seht ihr schon hier, was hier passiert? Welcher Wissenschaftler ist qualifiziert dazu, uns zu sagen, was Wissenschaft ist? Wie kann uns jemand wissenschaftlich sagen, was wissenschaftlich ist? Habt ihr da schon ein Bild? Seht ihr, das ist etwas ganz Spannendes? Bei den Zen-Buddhisten nennt man das Koan. Wir sagen vielleicht dazu ein Paradoxon. Und das ist wirklich ein echtes Mysterium, denn wir haben hier im Grunde genommen die Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Welcher Wissenschaftler kann mir sagen, was Wissenschaft ist? Was ist wissenschaftlich gesagt? Wissenschaftlich, merkt ihr? Seht ihr schon, da ist ein großes Rätsel, ein riesengroßes Rätsel. Das ist auch der Grund, warum man in gewissen Bereichen der Philosophie nicht weiterkommt, weil man dort das Rätsel nicht löst. Ich werde aber aufzeigen, dass das gelöst worden ist. Mit dieser Fragestellung hier stoßen wir im Grunde genommen auf das Wichtigste in unserem Leben. Das Wichtigste und für mich mit der Zeit, ich bin ja mittlerweile nicht mehr so jung, ich habe ziemlich lang gebraucht, um jetzt in den letzten Jahren die Tiefe dieser Frage überhaupt zu erkennen, dass das fast die wichtigste Frage der Menschheit überhaupt ist, werde ich gleich versuchen darzustellen. Warum? Weil worum geht es dabei? Worum geht es dabei? Es geht darum, wie wir Menschen etwas erkennen können. Denn Wissenschaft sucht ja Erkenntnis, Wahrheit, Wissen. Wie kann der Mensch etwas erkennen? Das heißt, wie funktioniert eigentlich unsere Erkenntnisfähigkeit? Wie geht das überhaupt? Dieses Wie tritt hier auf einmal auf. Nicht so sehr das Was, sondern erst einmal das Wie. Und dann kommen wir zu uns als Menschen und fragen uns, wodurch unterscheiden wir uns von allen anderen Wesen, die wir so kennen? Von den Steinen bis zu den Tieren und vielleicht sogar den Engeln, wissen wir nicht. Aber bleiben wir mal bei der Erde. Dann wissen wir, dass wir uns fundamental unterscheiden von allen Tieren auf dieser Welt, dass wir erkennen können. Das ist das, was den Menschen eigentlich ausmacht. Das ist im Grunde genommen das Wesen des Menschseins, das Geheimnis, dass wir Wahrheiten entdecken können, dass wir über die Welt nachdenken können und das auch noch eigenständig. Nur weil wir diese oder eine Erkenntnisfähigkeit haben, können wir überhaupt Wissenschaft betreiben. Deshalb können wir Autos bauen, deshalb können wir Bücher schreiben. Wir können auch viele andere Dinge bauen. Also diese Fähigkeit des Menschen, Wahrheit zu finden, bedeutet das Erkennen der Welt. Und Erkennen ist etwas anderes wie Leben. Pflanzen leben in der Welt, Tiere leben in der Welt. Wir leben auch in der Welt. Und wenn wir nur leben, sind wir nicht anders wie Tiere. Wir Menschen gehen über das reine Leben hinaus und zu unserem Leben kommt ein neues Leben, ein wunderbares, höheres Leben dazu, nämlich das Leben in Erkenntnis. Das ist auch ein Leben. Also wenn man das einmal erlebt, dann weiß man, dass einen das lebendig macht. Das ist ein höheres Leben. Das ist ein bewusstes Leben. Und das hat nur der Mensch. Die Welt bewusst zu erkennen, das bedeutet Menschsein. Und wenn ihr das auch heute mitnehmt als weitere Erkenntnis oder eine Überlegung für euch, dass ihr das prüft, wodurch unterscheiden wir uns von allen anderen Wesen auf der Erde? Durch diese wunderbare Fähigkeit der Erkenntnis. Das macht uns zum Menschen. Das macht uns erst zum Menschen. Und jetzt haben wir zwei wunderbare Konsequenzen. Denn das geht ja noch weiter, aber das ist das Fundament. Denn nur über
Erkenntnis, und dann kommen wir auch in den nächsten Vorträgen, heute nur angedeutet, auf die Frage, was ist Wahrheit? Und dann haben wir diesen schönen Satz, nur die Wahrheit macht frei. Das heißt, unsere Erkenntnisfähigkeit ist der Weg zu unserer Freiheit. Kein Tier ist frei. Tiere sind durch Naturgesetze notwendig bestimmt. Wir nicht. Wir können eigenständig und frei denken und für uns Entscheidungen treffen, und kein Naturgesetz kann uns zwingen, was wir denken. Kein Naturgesetz kann uns zu unseren Entscheidungen zwingen. Tiere schon. Tiere haben das nicht. Und ihr seht schon, und das ist ja Thema unserer Studiengänge und Lehrgänge, aber wir wollen das hier in dieser Reihe auch deutlich aufzeigen, das ist unser Weg, ja, das können wir auch sagen, über das Denken, das ist unser Weg, über das Denken zur Erkenntnis zu kommen, zur Wahrheit zu kommen, zur Freiheit zu kommen. Jetzt seht ihr schon, wie wichtig die Erkenntnisfähigkeit ist, die wir besitzen. Seht ihr, dass das das Fundament ist unseres Lebens, unseres menschlichen Lebens, nicht unseres tierischen Lebens. Fürs tierische Leben brauchen wir das nicht. Wir können das Leben genießen wie ein Tier, das ist unser animalischer Anteil, das ist völlig in Ordnung. Aber da sind wir nicht Mensch. Da sind wir nicht Mensch. Da sind wir Tier. Und wenn wir uns immer noch wie die Tiere verhalten, bedeutet das, dass wir nicht diesen Weg gehen. Wenn wir Menschen uns nur als Tiere verhalten, dann sind wir nur Tiere. Das sind wir aber nicht. Aber wir können uns so verhalten. Aber wenn wir morden und Atomwaffen bauen, dann sind wir nicht mehr tierisch. Weil da kommen Qualitäten hinzu, dass wir aus Erkennen auf einmal handeln, aus Freiheit heraus, und dann böse sein können. Kein Tier kann böse sein. Das geht nicht. Weil das Tier nicht die Freiheit hat zum Bösen. Geht nicht. Das Tier mordet nicht. Raubtiere töten, weil sie das brauchen für ihr Leben. Menschen morden, das ist etwas völlig anderes. Wir morden aus einer freien Möglichkeit. Wir können Böses tun, Tiere können das nicht. Deshalb gibt es durchaus Menschen, die am liebsten alle Menschen ausrotten wollen, weil wir Menschen so böse sind. Da muss man ganz vorsichtig sein und aufpassen. Also ihr seht, unsere Konsequenz ist ein freies Denken, führt uns zur Erkenntnis, führt uns zur Wahrheit, ist ein eigenes spezielles Thema, und führt uns zur Freiheit, und dann führt uns das zu dem, was uns zum Schluss wirklich als Höhepunkt im Leben als Menschen ausmacht, dass wir aus freier Entscheidung lieben können. Kein Tier kann aus freier Entscheidung lieben. Tiere lieben notwendig. Das ist in diesem Sinne keine Liebe, sondern das ist naturgemäße Liebe. Die menschliche Liebe gegenüber dem Nächsten ist etwas anderes. Und diese Liebe, diese menschliche Liebe, die über allem steht, wenn sie wirklich Liebe ist, kommt aus der Freiheit und kommt aus der Wahrheit. Und ihr seht jetzt, warum diese Frage nach unserer Erkenntnisfähigkeit so fundamental ist. Und in dem Zusammenhang, das werden wir noch sehen, die Frage nach unserem Denken. Das ist im Grunde genommen die Fundamentalfrage für die Menschheit. Das Geheimnis der Liebe zu erkunden, dafür muss ich das Geheimnis der Freiheit erkunden. Und für das Geheimnis der Freiheit die Wahrheit. Und für die Wahrheit die Erkenntnisfähigkeit. Und für die Erkenntnisfähigkeit unser Denken. Und dann kommt noch etwas anderes dazu. Das Denken allein reicht nicht aus. Und die Enthüllung, die Offenlegung und die Enträtselung dieser vier großen Geheimnisse unseres Lebens, dieser großen Rätselfragen unseres menschlichen Lebens, das hat Rudolf Steiner uns gegeben. Das ist sein Geschenk an uns. Das Werk Rudolf Steiners, sein Lebenswerk, gibt uns Antworten auf die größten Fragen der Menschheit. Und deshalb ist dieses Werk Rudolf Steiners, und das versuche ich in diesen Vorträgen darzulegen, für mich persönlich einzigartig in der Geschichte der Menschheit. Bis dato gab es
eindeutig keinen Menschen, der so fundamental der Menschheit ein so großes Geschenk gemacht hat, dass der ganzen Menschheit in den nächsten Tausenden von Jahren so viel Gutes geben wird und bewirken wird. Das ist von vornherein schon einmal gesagt, was meine Einschätzung der Person Rudolf Steiners ist. Und wir werden das aufzeigen, dass Rudolf Steiner diese Fragen beantwortet hat. Er hat sie beantwortet. Und deshalb müssen wir jetzt im vierten Teil dieses Vortrages dazu kommen, zu schauen, was ist Wissenschaft? Was ist Wissenschaft? Wir müssen uns diesen Begriff, viele von euch werden es schon kennen, diesen Begriff ganz klar erarbeiten. Wir müssen wissen, ich behaupte, es ist lebensnotwendig für jeden von euch, ich behaupte, das ist absolut notwendig und lebenswichtig, dass ihr wisst, was Wissenschaft ist und was es nicht ist. Warum? Weil wenn wir uns und wenn ihr euch vor Manipulationen schützen wollt, müsst ihr wissen, exakt wissen, was Wissenschaft ist und wie diese geht. Nur dann seid ihr in der Lage, sind wir in der Lage, uns bewusst vor Manipulationen zu schützen. Ob von außen oder von innen, von äußeren Feinden oder von inneren Feinden. Wir haben ja unsere eigenen Feinde auch in uns. Noch einmal zur Wiederholung. Ich behaupte, es ist lebenswichtig für jeden von euch, für jeden Menschen, genau zu wissen, was Wissenschaft ist und was sie nicht ist. Was das geheimnisvolle Wesen dieser Methodik ist, die wir Wissenschaft nennen. Wir brauchen dieses Wissen für eine menschliche Zukunft. Und jeder bitte möge das für sich prüfen. Und warum behaupte ich das? Prüft euch selber. Was wären wir, wenn wir die Wissenschaft nicht hätten? Dann wären wir immer noch in dem Zugzwang, anderen blind glauben zu müssen. Es gäbe keine Freiheit und keine Selbstbestimmung. Bitte, die nächste Erkenntnis ist, die Wissenschaft macht uns frei. Aber die Wissenschaft haben wir nicht erfunden. Die Wissenschaft ist gegeben. Das wird hoffentlich heute noch klar werden. Also, warum müssen wir wissen, was Wissenschaft ist und wie sie geht? Weil wir sonst nicht frei werden würden. Wir wären weiterhin äußeren Autoritäten ausgesetzt. Und wir sehen ja heute in der Öffentlichkeit, dass viele das gerne wollen, dass wir weiterhin so denken und so leben. Wissenschaft, das, was wirklich Wissenschaft ist, die Arbeitsweise in uns, das haben wir nicht erfunden. Das ist uns gegeben von der Natur oder von wem auch immer. Wir lassen einmal heute den Begriff Natur stehen. Die Fähigkeit zu denken haben wir nicht erfunden, die ist uns gegeben. Das heißt, die Wissenschaft ist in den letzten Jahrhunderten irgendwie so entwickelt worden, dass wir Wahrheiten eigenständig erkennen können. Ja, das ist offensichtlich ein Geschenk von der Natur, um uns frei zu machen. Und bei Rudolf Steiner wird es dann klarer werden, wozu das dient. Aber das machen wir in den nächsten Vorträgen. Und diese Erkenntnis darüber, wie Wissenschaft genau funktioniert und wie sie in dem großen Ganzen eingebettet ist, das haben wir Rudolf Steiner zu verdanken. Das werde ich versuchen aufzuzeigen. Ich habe ja persönlich einen Werdegang hinter mir. Ich habe ein naturwissenschaftliches Gymnasium besucht, das Erasmus-Kasser-Gymnasium in München, und habe dann in München studiert an der Technischen Universität Mathematik und Informatik, habe das mit Diplomen abgeschlossen. Und dabei habe ich die Logik studiert. Und Logik ist die Basis für die Mathematik. Ohne Logik gäbe es keine Mathematik. Und es gäbe auch keine Informatik. Was für mich wunderbar war, dass ich diese mathematische Welt, die Mathematik, es ist wirklich eine Wunderwelt, entdecken konnte, durfte. Und leider ist es so, dass diese Wunderwelt der Mathematik unseren Schülern nur ganz selten vermittelt wird. Leider ist das auf den Schulen so. Mathematik ist eine absolut faszinierende Welt. Und da sind sich die großen Denker, alle in der Welt einig, das ist sehr selten. Sogar der große Immanuel Kant, über den werde ich noch sprechen,
hat die Meinung gehabt, die einzige Wahrheitswissenschaft, die es überhaupt gibt, ist die Mathematik. Für ihn war das eh die Basis von allem. Und jetzt wird es spannend. Ich habe trotz meines Gymnasiums und trotz des Mathematikstudiums eines nie gelernt, nie gehört, nie verstanden. Was das ist, was ich studiere. Was ist Mathematik? Das habe ich nie gelernt. Ich habe nie wirklich weder von meinen Lehrern noch von meinen Professoren gehört, was Mathematik in ihrem Wesen ist. Ich habe sie angewendet. Ich habe sie studiert. Aber ich habe nie gewusst, was sie wirklich ist. Und erst durch Rudolf Steiner bin ich drauf gestoßen. Ich habe vorher auch die Frage nie gestellt. Die Frage kam mir gar nicht in den Sinn. Und die Frage, was ist Mathematik? Wer kann das denn beantworten? Was ist ihr Geheimnis? Nun, es gibt ein großes Geheimnis. Das ist, dass wir mit Mathematik Raketen bauen können, dass wir Atomwaffen bauen können, dass wir Computer bauen können. Dass es keine Informatik gäbe und keine Computer ohne Mathematik. Dass es keine Physik gäbe ohne Mathematik. Also es liegt, wenn wir schon mit Hilfe der Mathematik Raketen zum Mond schicken können, eine ungeheure Macht in dieser Wissenschaft. Eine ungeheure Macht. Und das haben die alten Griechen damals schon erkannt. Bei den Pythagoreern war es so, dass die Mathematik noch eine Geheimwissenschaft war. Warum? Weil man wusste, welche Macht darin liegt. Und die durfte nur den vernünftigen Menschen gegeben werden. Und wenn man in Platos Akademie eintreten wollte, war Mathematik sozusagen die Eintrittskarte. Man wusste um die Macht der Mathematik. Eine geheimnisvolle Macht. Habe ich aber nie gelernt. Hat mir keiner gesagt, was diese Macht ist, bis ich auf Rudolf Steiner gestoßen bin. Hier habe ich auf einmal verstanden, worin das Wesen und die Macht der Mathematik liegt. Und das ist nicht einfach nur eine Sprache, wie die Menschen oft sagen. Und da kommen wir wieder auf diesen sogenannten Münchhausen-Effekt. Ja, wir kommen zurück zu der Frage, welcher Wissenschaftler kann uns sagen, was Wissenschaft ist? Der Münchhausen konnte sich ja selbst mit seiner eigenen Kraft aus dem Schopf, also mit dem Ergreifen seines Schopfes, aus dem Sumpf ziehen. Wir wissen, dass das physikalisch nicht geht. Aktion gleich Reaktion. Aber kann ein Mathematiker sagen, was Mathematik ist? Nein, das kann er nicht. Kann ein Physiker sagen, was Physik ist? Nein, das kann er auch nicht. Wir können als Physiker oder Mathematiker beschreiben, was wir tun, aber das Wesen dieser Wissenschaften können wir nicht beschreiben, denn das Wesen dieser Wissenschaften liegt darin, wie wir Mathematik betreiben. Also da muss ich den Menschen untersuchen. Und den Menschen kann ich nicht mathematisch untersuchen. Es geht nicht. Ich kann ihn auch nicht physikalisch untersuchen. Das heißt, wie wir Mathematik betreiben, dieses Wie, kann die Mathematik nicht betreiben, nicht klären. Das kann die Mathematik nicht klären. Also, das ist eben eine spannende Frage, dass es hier eigentlich immer um den Menschen geht, nämlich um die Frage, wie kommen wir Menschen zur Erkenntnis? Wie kommen wir zu mathematischer Erkenntnis, zu physikalischer Erkenntnis, wie kommen wir zu Wahrheiten und so weiter und so fort. Um das zu klären, muss ich den Menschen beschreiben, den Mathematiker, wie er denkt. Und das kann ich nicht mit Hilfe von Mathematik. Beim Physiker ist es genau dasselbe. Das heißt, wir müssen den Menschen untersuchen, wie er Erkenntnis gewinnen kann. Und das ist nicht Bestandteil von Mathematik oder Physik. Was also brauchen wir? Wir brauchen sozusagen einen Münchhausen-Effekt. Wir bräuchten eine Wissenschaft, die uns wissenschaftlich sagt, wie wir zur Wissenschaft kommen, wie wir zur Erkenntnis kommen. Wir brauchen eine Methode der Erkenntnis, um Erkenntnisfähigkeit zu beschreiben. Ihr seht, das ist eine tiefe philosophische Frage. Das ist eine tief, vielleicht für mich, ist es die tiefste menschliche Frage überhaupt. Wie kommen wir Menschen zur Erkenntnis? Wie geht das und wie kommen wir zu Wahrheiten? Wie kommen wir zur Wissenschaft? Wissenschaft ist ja eine Methode des Erkennens.
Und ich behaupte an dieser Stelle und prüfe das für euch nach, dass auch das die fundamentalste Frage ist, die wir alle kennen sollten, die Antwort. Denn davon hängt die Zukunft der Menschheit ab. Wenn wir nicht wissen, wie wir das machen, wie sollen wir das jemals kontrollieren können? Es läuft ja alles außer Kontrolle. Wir laufen in den Transhumanismus hinein und wissen nicht, warum. Also die Erkenntnisfähigkeit des Menschen ist die Schlüsselfrage für die ganze Menschheit. Und deshalb behaupte ich, es ist wieder absolut, und ich möchte dieses absolut betonen, absolut wichtig für uns, das zu wissen, wie wir erkennen können. Wir müssen das verstehen und durchschauen, weil nur so können wir uns beherrschen. Nur dann, wenn ich weiß, wie es funktioniert, kann ich das auch beherrschen, sonst geht das nicht. Und wir sind heute konfrontiert mit so vielen Krisen, Energiekrisen, Inflationskrisen, alle möglichen Krisen, diese große Klimakrise. Ja, wie sollen wir das beurteilen, wenn wir nicht wissen, wie die Wissenschaftler und wie wir zu all diesen Thesen gekommen sind? Wie sollen wir überprüfen, ob das alles wahr ist? Wir nehmen das einfach wahr und sagen, ja, steht geschrieben. Das ist, Leute, das ist blinder Glaube. Sondern die Herausforderung ist, das prüfen zu können und zu sagen, stimmt diese These oder stimmt sie nicht? Wir erleben dann dabei, dass wenn jemand anfängt, diesen anthropogenen Klimawandel zu hinterfragen, dass er dann als Klimaleugner diffamiert wird. Das ist das Gegenteil von Wissenschaft. Das heißt, da läuft eine andere Technik ab. Das heißt, da gibt es Interessen zu verhindern, dass Menschen überhaupt recherchieren und nachfragen. Und wenn man das dann tut, dann wird man verleumdet. Das bitte schaut euch an. Schaut euch an, warum das gemacht wird. Wer hat ein Interesse daran, dass man so etwas nicht prüft? Alternativlos war einmal ein Begriff. In der Wissenschaft ist nichts alternativlos. Solange etwas nicht bewiesen ist, sauber bewiesen ist, ist alles, alle Alternativen denkbar. Saubere Wissenschaft beweist und stellt nicht Thesen in den Raum und sagt, das ist alternativlos. Und gerade diese Thematik mit dem Klimawandel bewegt ja heute die ganze Menschheit. Wir alle leiden ja darunter. Aktuell immer mehr, das heißt, es ist doch wichtig, diese Frage wissenschaftlich zu klären und nicht eine wissenschaftliche Klärung zu verbieten. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also welche Wissenschaft kann uns sagen, wie Erkenntnis funktioniert? Die Mathematik, Physik kann es nicht sein. Es gibt eigentlich nur einen Bereich und den nennen wir die Philosophie. In der Philosophie gibt es eben den Bereich, wo man sich mit dieser Frage beschäftigt, wie funktioniert menschliche Erkenntnis? Und es war das Verdienst des großen Philosophen Immanuel Kant, der das erste Mal eigentlich von einer Erkenntnistheorie gesprochen hat. Er hat versucht, die Frage zu klären, diese Grundfrage des menschlichen Lebens, wie funktioniert das menschliche Erkennen? Dicke Bücher hat er dazu geschrieben und er hat so unglaublich wertvolle Impulse gegeben. Aber er ist an der Frage gescheitert. Aber er hat immerhin dazu beigetragen, dass so etwas wie eine Erkenntnistheorie entstanden ist, die man heute auf den Universitäten lernen kann. Und im Rahmen dieser Erkenntnistheorie gibt es eine sogenannte Wissenschaftstheorie. Und in dieser Wissenschaftstheorie bemüht man sich zu klären, was Wissenschaft ist. Aber sie ist im Grunde genommen ein Teil der Erkenntniswissenschaft. Und was klar geworden ist in diesen letzten Jahren, was so deutlich ist, dass diese Erkenntniswissenschaft, seht ihr hier, dass diese Erkenntniswissenschaft, die die Erkenntnisfähigkeit des Menschen untersucht, die fundamentale Wissenschaft der Menschheit überhaupt ist. Das werde ich nachher auch noch skizziert aufzeigen. Erkenntniswissenschaft ist die Fundamentalwissenschaft, weil wir zuerst klären müssen, wie Erkenntnis funktioniert. Und deshalb ist Erkenntniswissenschaft die Fundamentalwissenschaft der Menschheit, die erste und wichtigste und grundlegende Basiswissenschaft überhaupt. Und es ist das Verdienst von Immanuel Kant, dass er das angestoßen hat, zu versuchen herauszufinden, wie funktioniert unser Erkennen. Also es gibt dieses große Haus der Wissenschaft, der Menschheit. Und das Fundament ist die Erkenntniswissenschaft. Nehmt das bitte mit.
Weil auch das wieder ist etwas, was wichtig wäre für euer Leben, für jeden. Dass er versteht, in ihm liegt eine Fähigkeit der Erkenntnis und es gibt eine Wissenschaft, wo ich exakt herausfinden kann, wie das geht und wie ich das im Leben anwenden kann. Das ist fundamental für uns. Und was Wissenschaft ist, ist nur eine Spezialfrage da drin. Wie Erkenntnis funktioniert, ist die Grundfrage des menschlichen Lebens. Also, Immanuel Kant und alle seine Nachfolger sind gescheitert daran, diese Frage zu klären, was Erkenntnis ist. Aber es gab dann einen Philosophen Ende des 19. Jahrhunderts, der diese Fundamentalfrage klären konnte. Das war sein großes Verdienst. Und zwar wissenschaftlich exakt. Das heißt, dieser Philosoph hat dieses Katze sich in den Schwanz beißen lösen können. Im Grunde genommen hat diese Person, dieser Philosoph, der Philosophie eine Krone aufgesetzt und die Philosophie vollendet. Was aber haben die Philosophen der Menschheit gemacht? Sie haben ihn eigentlich ignoriert, nicht gewürdigt, nicht anerkannt. Sie haben sein Wissen nicht aufgenommen, sie haben sich nicht wirklich bemüht, überhaupt zu verstehen, was dieser Philosoph gemacht hat und dass er die große Rätselfrage, die größte Rätselfrage des Menschen Ende des 19. Jahrhunderts gelöst hat. Und das ist eine spannende Geschichte, eine spannende historische Angelegenheit, ich sage fast ein Wissenschaftskrimi, dass ein Philosoph, ein Doktor, der Philosoph diese große Rätselfrage der Menschheit löst und die Philosophie und die Wissenschaften ignorieren ihn und die Universitäten ignorieren ihn. Das heißt, derjenige, der das größte Rätsel der Philosophie gelöst hat, wird ignoriert, wird links liegen gelassen. Und das ist mir wie ein Wissenschaftskrimi. Wie geht das? Wie kann das sein, dass jemand, der das größte Problem der Menschheit löst, Erkenntnisproblem, nämlich, was ist Erkenntnis, dass er im Grunde genommen ignoriert wird? Das ist eine spannende Frage für jeden von euch als Detektiv. Wie war das möglich? Also, wer war dieser Philosoph? Ihr könnt es schon ahnen. Es war Dr. Rudolf Steiner und er hat seinen Doktor bekommen in Rostock in Deutschland am 26. Oktober des Jahres 1891, soweit ich weiß. In dem Text ist ein Tippfehler drin, da steht 1890, ist natürlich falsch, es ist 1891, bitte korrigieren, also 1891. So, für die Lösung einer solchen großen Rätselfrage der Menschheit, was hätte man ihm geben können? Ein Nobelpreis. Er hätte ihn theoretisch bekommen können, ab 1901 war das möglich, da wurden das erste Mal die Nobelpreise verteilt. Aber es gab ja nie einen Nobelpreis für Philosophie. Es wäre höchstens möglich gewesen im Bereich der Literatur oder des Friedens. Also die Frage ist, ob Rudolf Steiner einen Friedensnobelpreis verdient hätte, wäre eine spannende Frage. Vielleicht kann man den ja posthum irgendwann einmal erteilen, wenn Rudolf Steiner mehr und mehr erkannt wird, was er wirklich für die Menschheit geleistet hat.